Das Sultan Ibrahim Stadium in Johor wartet auf den BVB Johor Darul Tazim. Das Team, das auf Schwarz-Gelb heute trifft, der malaysische Serienmeister, sieht dabei Marco Reus, der ein paar Selfies im Vorfeld macht. Das Team heute von Edin Terzic nach dem 7:2-Erfolg über die Lion City Sailors aus dem benachbarten Singapur natürlich gewillt, das auch sportlich zu bestätigen. Schwarz-Gelb kommt dabei besser rein mit Daniel Malin. Erste Torannäherung, und das war eigentlich sogar noch ein bisschen mehr. Farizal Marlias, der Torhüter, gerade so noch dazwischen. Leckt den Ball an die Latte. Die ersten Minuten gehörten ganz klar Schwarz-Gelb. Der BVB mit der nächsten Option in der 5. Spielminute über die linke Seite. Paschalic mit der Flanke und letztlich noch ohne Abnehmer. Absolut dominante Vorstellung. Der BVB mit hoher Ballsicherheit, enormer Zweikampfstärke. Auf der anderen Seite JDT. Teilweise etwas überfordert wirkend. So dann auch hier Daniel Malin. Göpüs, schöne Kombination mit Ginma. Malin und dann Justin Ginma. Etwas mehr als 10 Minuten absolviert. Die zu diesem Zeitpunkt schon absolut hochverdiente Führung für den BVB. Ginma traf ja auch schon gegen die Lion City Sailors. Hier steht er bei diesem Abpraller genau richtig und sorgt für das erste Tor am Abend. Bei insgesamt extrem warmen und schwülen Bedingungen hatte der BVB dann auch weiterhin ganz klar die Zügel in der Hand. Ball von Schulz, gut kombiniert Ginma und Malin. Da fehlte nicht allzu viel, um hier den zweiten Treffer zu besorgen. Insbesondere Daniel Malin an fast allen Offensivaktionen beteiligt, ob als Spieler, der sie vorbereitet, oder als derjenige, der dann vollstreckt. So auch hier Malin wieder mit in die Aktion involviert. Jaden Brav, sein Abschluss auch am Tor vorbei. Hätte fast sogar hinten noch Justin Ginma gefunden. Sehr hoch, wie die Johor Southern Tigers in diesem Falle verteidigt haben. Der BVB auch weiterhin offensiv präsent. Mats Hummels gegen die Lion City Sailors noch nicht zum Einsatz gekommen. Dafür heute der Abwehrchef in der ersten Hälfte. Ball für Malin, Daniel Malin. Nächster guter Abschluss. Schulz, Szene noch nicht zu Ende. Denn hier kommt erneut Malin zum Abschluss und trifft zum 2:0. Auch diese Zwei-Tore-Führung in ihrer Höhe absolut verdient. Und immer wieder war es Daniel Malin, der schon dreimal in der vergangenen Woche traf und dem diese Asienreise sichtbar Freude bereitet. Gut vollstreckt, gut kombiniert. Die Qualität des BVB machte sich bemerkbar. Die 34. wieder Malin. Dieses Mal auf dem linken Flügel und eben auch in der Lage, so ein Dribbling zu gewinnen. Und Ginma in der Mitte fast mit dem Traumtor zum 3:0. Absolut sehenswert, auch wenn der Ball neben das Tor gegangen ist. Was machte Johor? Mannschaft zeigte sich hinten raus im ersten Durchgang etwas mehr. Und dann dieser Ballverlust und plötzlich eine richtig gute Möglichkeit für Anif Arim. Und er verkürzt auf nur noch 1:2. Riesenjubel bei den malaysischen Fans. Er gilt als großes Talent, 20 Jahre alt, schnell, dribbelstark und wie wir sehen, auch abschlussstark. Für Meier keine Chance heranzukommen. Es blieb beim 2:1 Halbzeitergebnis. Der BVB führte verdient, hätte aber noch viel höher vorne liegen müssen. Rein in den zweiten Durchgang. Viele Wechsel gab es. Einer der neuen ist er hier, Ole Pohlmann. Pohlmann mit dem 3:1. Auch er darf sich in die Torschützenliste eintragen. Der BVB mit gutem Gegenpressing in dieser Situation. Dann Pohlmann, der die Nerven behält, den Gegenspieler ins Leere laufen lässt und letzten Endes die 2-Tore-Führung wieder herstellen konnte. Die Johor Southern Tigers, seit 2014 jedes Jahr Meister geworden, dieses Jahr das Quadruple national geholt und zum ersten Mal auch in der asiatischen Champions League über die Gruppenphase hinaus gekommen, zeigen bei solchen Aktionen dann, was sie gerade im Offensivspiel
eben leisten können. Gute Schussmöglichkeit, der Abschluss dann am Tor vorbei. Nächste Aktion dann wiederum beim BVB und die kann sich richtig sehen lassen. Bamba mit dem Tor zum 4-1. Kommt hier an den Ball und dann eine klasse Dynamik, die er mit dem Leder entwickelt. Kommt sofort zum Abschluss mit links. Unhaltbar für den Torhüter Faris Al-Malias. Und dann hinten raus die 82. Nochmal eine Möglichkeit für Musa Junior und Meier mit einer richtig starken Parade. Verhindert hier das zweite Tor für die Hausherren. Papadopoulos vielleicht eine Spur zu sehr auf den Ball fokussiert. Verliert dann das Laufduell gegen Musa, der das nicht ausnutzen konnte. Somit blieb es am Ende beim 4:1. Bereits am Mittwoch wartet das nächste Spiel. Dann trifft der BVB auf Vietnam.